Hallo, viele Grüße von der Documenta 15. Heute starte ich im Kasseler Osten und zwar in der Kirche Kunigundus im Stadtteil Bettenhausen. Dort stellt die Gruppe Artis Resistance aus Haiti, die nutzt diese Kirche als Standort und die Kunst nennt sich unter dem Begriff Ghetto Biennale, wo die Künstler und Künstlerinnen Mixed-Media-Skulpturen ausstellen. Schaut einfach mal selbst, ich war heute total beeindruckt. Heute habe ich auch bewusst, ich hoffe, das gefällt euch, auf also Musik verzichtet, damit ihr auch so das Gefühl von dieser Ausstellung bekommt. Also ich hoffe, ich kann so mit den Geräuschen, ich kann das zu euch transportieren. So meine Idee. Ein zentraler Ort auch für die Documenta 15 ist auch im Kasseler Stadtteil Bettenhausen, ist das Areal, das die Firma Hübner, wo vorher Bauteile für Busse und Bahnen hergestellt wurden, das für die Documenta 15 zur Verfügung gestellt hat. Also die Firma Hübner stellt das nicht mehr her. Ja. Ich finde das eine tolle Idee, dass man diesen Ort nutzt zur Ausstellung, die Foundation Festival sur le Niger aus Mali, die in ihrer Heimat ein weltbekanntes Festival initiiert hat und sich mit Gastwirtschaft und anderen zentralen Traditionen der malischen Kultur auseinandersetzt. Bringt Prozessionen, Konzerte, Theater, Filme und zeitgenössische Kunst auf das Gelände. Das hat mich auch beeindruckt heute. Vor allen Dingen die Größe von dem Areal. Sind wir hier im Sandershaus, wo unter anderem ein Zukunftsdorf 22 durch einen Zusammenschluss der Kasseler Initiativen sich gefunden hat, in dem die Haferkakaofabrik angrenzenden Außenbereich einen Versammlungsort eingerichtet. Jetzt kommen wir zum Hallenbad Ost, auch im Kasseler Osten in Kassel. Hier ist der Eingang. Ich habe ja schon mal gefilmt, das waren aber dann draußen die Pappaufsteller. Ich konnte den Tag nicht reingehen ins Hallenbad Ost. Ja, und hier unten, da bin ich früher geschwommen, da habe ich schwimmen gelernt. Und ich finde das eine super Idee. Also wenn ihr in Kassel seid, Hallenbad Ost müsst ihr unbedingt besuchen. Ja, und das sind hier so meine Eindrücke, die ich für euch habe.